Hallöchen Leute und herzlichst willkommen zurück zum Let's Play von Pro Evolution Soccer 2013 mit Stevinho als Trainer vom Just Network, dem einen oder anderen dürfte es ja im Begriff sein. Und heute spielen wir gegen Hannover 96, Bundesliga Spieltag 2. Jahresabschlussbilanz gegeben. Oh, 11 Millionen. Wo kommen die 11 Millionen her? Spieler, Co-Trainer. Die Auszeichnung, ja, das dürfte uns nicht interessieren. Wir durften leider zur schmerzhaften Erkenntnis feststellen, dass keiner von Werder Bremen dabei ist. Oh, wie schrecklich. So, wir gucken mal. Ja, Militz, okay. Ilja, könnten wir austauschen. Machen wir auch mal. Und ja, ansonsten Petersen vorne geht. Arnautovic geht auch. De Bruyne auch. Wunderbar. So, dann nicht lang gefackelt. Auf ins Spiel. Wir wollen ja nicht unnötig Zeit vergeuden. Ja, Aufstellung habe ich mir gerade angeguckt. Wir spielen in Grün, Hannover in Rot. Und dann würde ich sagen, let's go mit Spieltag Nummer 2 gegen Hannover 96. Mal sehen. Schwierigkeitsgrad immer noch 4 Sterne. Ich habe ja hochgestellt nach dem Testspiel gegen, ich glaube, Shakhtar Donetsk war es. Die ich, glaube ich, ziemlich abgefrühstückt habe, hätte ich gar nicht gedacht. Deswegen, also Herausforderung angenommen, auf 4 Sterne hochgestellt. Mal schauen, ob wir es in der Saison noch auf 5 Sterne hochbringen können. Wie gesagt, ich bin absolut kein Pro oder irgendwie sehr gut im Pro Evolution Soccer. Es macht mir einfach nur eine Menge Spaß. Und ich bevorzuge es auch, einfach FIFA. Aber es soll jetzt nicht kein Flame an die FIFA-Leute sein. Wer lieber FIFA spielt, kann natürlich auch lieber FIFA spielen. Ist alles legitim. Verstehe sowieso den ganzen Flame War PES gegen FIFA sowieso nicht. Beide Spiele ähneln sich mittlerweile, muss man ja sagen, ziemlich. Und ich spiele zum Beispiel PES auch einfach nur, weil ich schon immer Pro Evolution Soccer gespielt habe statt FIFA. Mittlerweile ist das, glaube ich, ziemlich Wurst. Und ja, wir widmen uns dem Spiel. So, ich spiele auf Petersen, De Bruyne steht unten. Arnautovic gleich mal Fehlpass von mir. Und jetzt darf ich wieder in die Abwehr gehen. Oh Gott! Oh, ein Miles hält. Hat er ja gegen... Oh, meine Herren, was mache ich denn? Hat er ja letztens nicht so gut getan. So, unten steht Arnautovic. Oh. Okay, ich muss erstmal wieder reinkommen. Und ich glaube, Hannover ist auch eine andere Marke als, ich glaube, gegen Gladbach hat man gespielt. Genau, das passt ja vom Bundesliga. Oh, Mist, da wäre ich fast in Schussposition gewesen. So, Einwurf. De Bruyne hier, nimm mal den Ball. Dann auf Arnautovic. Arnautovic spielt auf Ekichi, Ekichi spielt auf Petersen, Petersen rollt sich den Ball zurecht und Ekichi schießt! Schade! Aber gut, bisschen rumgefummelt da im Strafraum, aber ja. So, Abstoß Hannover. Und ja, kriegen natürlich nicht den Ball, wer hätte es gedacht. Na, komm! Gib mir den Ball, gib mir den Ball. Oh, und Militz faustet ihn raus, statt ihn mal sicher zu nehmen. Oh. Erste Chance von Hannover, wow. Okay. Muss ich ein bisschen anders angehen, glaube ich, als Gladbach. Wobei Gladbach jetzt schon eine Weile her ist. Also die Aufnahme dürfte bestimmt schon ein paar Wochen alt sein, weil das ist ja hier eine Fortproduktion zum Let's Play, was dann zusammen mit GTA 5 kommen wird. So, jetzt gibt es erstmal Gelb. Und ich habe gar nicht genau gesehen, wofür es jetzt Gelb gibt. Schauen wir doch mal. Ach, Arnautovic nimmt an und dann... Ach, schön mit der Spitze vom Fuß noch gesäbelt. Okay. So, ich glaube, da unten steht sogar der Good Old Stevinho. So, Junosovic. De Bruyne. Oh, gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Aber gucken wir uns jetzt nicht an. Es zieht alles nur unnötig in die Länge. Ich glaube, wenn man was in die Länge ziehen kann, dann ist es ein Fußball-Let's Play.
Wobei ich weiß gar nicht, ob sich Fußball-Let's Plays lohnen, so wirklich. Aber es ist ja eigentlich egal. Hauptsache, man hat ein bisschen Selbstspaß dabei. Wobei das immer, das sollte ja im Vordergrund stehen, dass man Selbstspaß hat. Wer nur Videos produziert, um da irgendwie schnelle Klicks und bla 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 zu produzieren, ist ziemlich. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Finde ich ziemlich doof. Weil man merkt den Leuten einfach dann an, dass es keinen Spaß macht. Also, wenn man zum Beispiel auch in einem Let's Play keinen Spaß mehr an gewissen Spielen hat, dann. Sorry, dann zwingt euch da nicht irgendwas zu Ende zu produzieren. Jai. Sondern bricht es ab. Wird euch keiner den Kopf abreißen, es sei denn, ihr heißt, weiß ich nicht. Gut, wenn Gronkh das jetzt machen würde, würde. Na gut, obwohl hat er mit SimCity auch gemacht. Ja, gut. Und da war ihm auch keiner böse. Wobei, wer kann Gronkh schon böse sein? Au, was ein Scheiße! Ah! Mist, Mist, Mist. Ah, das war knapp, da war es 1 zu 0 auf dem Fuß. Ich habe schon gemerkt, irgendwie, dass Petersen da ziemlich was auf dem Fuß hat. Abseits, klar, Ja. Abseits, Fahne ist oben, es gibt Freistoß für die So. Bayern. Sind wir wieder vom Thema abgewichen? Das kann ich ja besonders gut, dass ich einfach mal so meine Gedankensprünge habe und irgendwas anderes erzähle, mal kurz dann aufs Let's Play umschwenk. Aber hey. Oh, der Pass kam durch. Wirklich? Eieiei, komm. Und jetzt. Ach, Mist, schade. Ich komme irgendwie nicht zum Abschluss. Das ist so mein großes Problem gerade. So. Ja, zack. Machen wir mal wieder durch die Mitte. Aber Petersen steht auch vorne komplett allein. Das muss man ja mal sagen. So, Arnautovic. Ach, abseits. Okay. Gut. Mal sehen, vielleicht wird es ja auch ein unspektakuläres 0-0. Das wäre natürlich nicht so toll. Nach dem glorreichen 4 zu 2 war es, glaube ich. Gegen Gladbach. Nein, und möchte gar nicht hinspielen, aber es. Na! Es. Oh, mein. Stolper, Stolper. Kullerball. Ach, Mensch. Also, wir drücken ganz schön, aber irgendwie kommt da jetzt gerade doch nicht. Oh. So wirklich eine Torschance zustande. Oh, Ecke sogar noch rausgeholt. Wow. Wie hab ich denn das gemacht? Ach, Mist, da war. Oh, wir haben noch einen Ball, wir haben noch einen Ball, wir haben noch einen Ball, wir haben noch einen Ball. Es geht über die Außen. Na komm. Er bringt ihn in die Mitte. Oh. Naja, der Versuch war ja nicht schlecht. Der Versuch war ja zumindest gar nicht mal so schlecht, aber. So langsam müsste mal ein Tor kommen von uns. Ich meine, überlegen sind wir ja, sag jetzt mal so. Oh, aber das Problem ist natürlich, wenn Hannover einmal vors Tor kommt, reicht es natürlich, wenn sie uns da einen reindrücken. Boah, Mensch. Ach, da steht das Dominio. So, zack. 5 Minuten haben wir noch auf der Uhr, es steht unentschieden. Tja, oben steht keiner. Oben steht keiner. Ach, unten steht einer. Ach, schon wieder abseits. Mensch, scheiße. Verdammt, Arnautovic, merkst du endlich. So. Ach Mist, schade. Ach Mensch, ich könnte mich die ganze Zeit nur ärgern, dass wir hier. Dass wir hier einfach. Die kommen einfach nicht durch. Das ist, glaube ich, wirklich gerade das Hauptproblem. Einfach mal eine gute Chance. Mensch, da stolpert der sich durch. Stolpert der sich wirklich durch. So, jetzt mal. Komm. Versucht die Gasse zu. Kommt da ran? Der kommt ran, aber da muss er jetzt durch zwei Personen noch durch. Na, das wäre sowieso abseits gewesen, Freunde. Na, das wird bei einem 0-0 bleiben jetzt zur Pause. Über die Abwehr gelupft.
Oh, abseits. Ich wollte schon sagen, ey, warum pfeift da keine? So, wenn wir jetzt vorschlagen, vielleicht haben wir ja dann noch eine Chance. Glaube ich allerdings nicht. Nee, okay. Ah, und spektakuläres 0:0 zur Pause. Aber wir gucken mal, ob wir aufstellungsmäßig irgendwas verändern könnten. Wer war denn eigentlich ganz gut? Ja, Odorovic hat jetzt außer Absatz nicht viel gemacht, aber auf der Bank sieht es auch nicht gerade doll aus, ne? Muss man ja mal sagen. Parkfriede und Groß sowieso nicht. Die sind irgendwie gerade chronisch krank. So wie ich wahrscheinlich gerade, wenn ich mit meinen Sprachfehlern glänze. So. Oh, der lässt sich tunneln. Nee, oder? Das hat er gerade nicht getan. Oh, das gibt's. Ja, das ist das, was ich gesagt habe. Hannover muss nur eine einzige gute Chance und dann ist das Ding eigentlich drin. Eieiei. So hatte ich mir die zweite Halbzeit ja nicht gewünscht. So hatte ich sie mir nun mal nicht gewünscht. Das muss man ganz klar sagen. Oh, Mensch, Petersen, was machst du denn? Und ich glaube, jetzt könnten wir sogar einen auf die Klatsche kriegen. Könnte natürlich passieren. Aber ich gebe mein Bestes. Mit Fehlpässen gebe ich mein Bestes. Um hier noch den Ausgleich zu erreichen. Wow! Oh Gott, jetzt drehen die auf. Uiui. Nicht so doll. Tja, da hat er einfach mal vorbeigeschoben. Da habe ich einen Miels noch rausgeholt. Aber das hat ja nur alles nichts gebracht. Oh Mann! Shit! Da war die Chance, glaube ich, wenn ich den durchgebracht hätte. Aber hätte Fahrradkette, ne? Ihr kennt es ja. Oh je! Oh je! Oh, na gut, dass der vorbeischießt. Ich habe schon das 2-0 gesehen. Ach nee. Oh je, Hannover drückt. Hannover drückt. Vielleicht doch mal wechseln, aber ja, auf wen? Ist die Frage der Fragen. Petersen verliert schon wieder den Ball. Durch die Abwehr. Ach, Mensch. Warum ist das Spielfeld so breit? Und ich muss endlich mal den Kommentator ausschalten. Ich vergesse es jedes Mal. Pass unterbrochen. Muss den Ball nach vorne bringen. Ach Mann! So Dreck! Boah, das gibt's nicht, ey. Gewinne ich den Ball und verliere ihn instant wieder. Das ist. Und jetzt gibt's Gelb für Sokrates. Wo ich mich frage, ehrlich gesagt, ich meine, gut, es war ein bisschen härteres Foul, aber Gelb. Okay. So, wir gucken jetzt hier. Ob wir da jetzt irgendwie was noch reißen können. So, und was ist jetzt der Plan? Er zieht durch. Oh, erste gute Torchance, mal ein richtiger Schuss aufs Tor, Mensch. Und wenn er immer so ein Pochen hört, ich hau mir dann immer aufs Tor auf den Oberschenkel. Vor Ärger. Na, ah, da steht natürlich keiner. Das war natürlich jetzt klar. Langer Pass, der auch noch ankommt. Ja, wunderbar. Super, so wünsche ich mir das. Oh je, oh je, oh je, oh je, oh. Da habe ich ja gerade mit Abwehrleistung geglänzt, ey, Freunde. Ui, je, je, je. Tja, so, wollen wir mal. Ich glaube, wir wechseln dann doch. Okay, gut. Wenn sie jetzt schon die Seitenfallzieher rausholen, dann. Eieiei. Ach du Kacke, jetzt wird's natürlich richtig hässlich. Ja, ich hab's ja gesagt, ich krieg hier ordentlich auf die Ome. Tja, wen holen wir da? Ekichi raus. Komm, wir holen mal Barkfrede. Dürfte jetzt nicht mehr so viel bringen, aber.
Könnten natürlich auch, ja, wir könnten natürlich auch mal eine andere Strategie probieren. Der Ball kommt durch. Na, ah, das gibt's doch nicht! Ey, wie viel Pech kann man haben? Sie werden wohl auswechseln. Ja. Oh, Mensch, Leute. Ernsthaft. Und der hat Platz, der hat Platz. Und da geht er. Schlampiger Pass. Okay, gut. Ist ja nicht so. Ich habe schon mal ein 2-0 gedreht. Also. Oh, ey, das gibt gelb. Hat der schon gelb? Nee, schade. Schade, schade. Irgendwer hatte ja von Hannover schon gelb. Ich weiß noch nicht mehr, wer es war. Tja, Freistoß ist jetzt nicht so meins, aber wir probieren es mal. Wir probieren es mal. Der versucht direkt. Oh, naja, eine Ecke, hol mich raus. Mal gucken. Ja, okay. Ziemlich blöd geschossen. Aber naja, so Arnautovic führt Ecke aus. Kommt aber nix so wirklich. Keine Gefahr mehr. Tja, so 75. Minute und es steht 2-0. Hm. Ist natürlich alles andere als toll, aber hey. Ich spiele ja hier nicht mit Bayern oder so, also da wäre es natürlich extremst einfach. Sondern ich spiele mit Werder. Schmitz. Oh Mensch, schieß doch mal! Schieß doch einfach mal! Er ist derjenige, der die Chance vergibt, aber seine Mannschaftskameraden müssen sich natürlich die Frage gefallen lassen. Ach Mensch. Sehe ich immer nicht, wer da noch steht. Hier mal mit ihren langen Pässen, ey, und die kommen. Oh! Jetzt vernaschen sie mich, ey. Jetzt vernaschen sie mich! Jetzt vernaschen sie mich! Ach du Schande! Ach du lieber Gott! Gut, okay, mal gucken. Du musst richtig heiß, du musst richtig geil sein auf den Treffer. Dann machst du so ein Tor. Der Hattrick ist perfekt. Und der passt. Da ist er, ja, ein Treffer. Jetzt sieht das Ergebnis schon nicht mehr ganz so schlimm aus. Der hätte früher kommen müssen. Sehr viel früher. Schönes Tor, aber es nützt mir natürlich einen feuchten Kehricht. Ah, ja, komm, die Zeit haben wir jetzt noch uns, das war nochmal irgendwie anzugucken, ja, dann ziehe ich nach oben, dann ziehe ich einfach mal ab. Ist er halt drin. Gut. Tja, 1-3, okay, gut, ja. Ich habe wahrlich nicht berauschend gespielt, um ehrlich zu sein, das ist... Oh, aber jetzt sehe ich doch nicht etwa da Licht am Ende des Tunnels. Nee, sehe ich nicht. Spielt einen weiten Pass nach vorn. Ich wollte schon sagen. Die letzten 5 Minuten dieses Spiels laufen. Das ist eine gute Chance. Ah, Mist. Ja, uns rennt die Zeit davon und jetzt auf einmal schwächelt Hannover. Oder so, oder auch nicht. Ja, abseits, gut. Auf einmal irgendwie, ich meine... Man merkt das immer so, wenn sie sich dann so in ihre eigene Hälfte zurückziehen. Aber es kann jetzt natürlich auch daran liegen, dass ich einfach 3-1 hinten liege. Mensch, die Pässe kommen auch überhaupt nicht an, oder? Jetzt mal. Oh, ich probiere es aber auch so ein bisschen auf Biegen und Brechen, habe ich das Gefühl. Oh! Die Brechstange ausgepackt, ey. Tja, so, Freistöße und so, ne? Jetzt will er's wissen. Tja, ich kann keine Freistöße, ist das Problem. Sehr gut verteidigt. Schlechthin. Den will er jetzt. Mensch, steht aber auch immer einer dazwischen, ey. Das ist ja auch... Herrlich, bis zum geht nicht mehr. Ja, gut, okay. Immer noch nicht, immer noch nicht. Okay, ja, ich gebe mich geschlagen. 3-1. Ach je.
Tja, wie viele Chancen. Müssen wir müssen mal gucken, wie viele Chancen hatte Hannover jetzt eigentlich? Wo sehe ich denn das? Parameteranzeige ist das, glaube ich, ne? Genau, Schuss aufs Tor. Naja, gut. Ausgeglichen. Kräftige Unterstützung. Aber ich habe meine Chancen nicht genutzt, ne? Zwei Pfostentreffer. Und dann passiert sowas. Gut, Leute. Ich würde sagen, ja, habe ich halt mal meine Strafe gekriegt. Ein Sieg, eine Niederlage. Okay, gut, mal sehen, wie es im nächsten Spieltag läuft. Wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn euch die Videos gefallen. Daumen hoch, Daumen runter, abonnieren, kommentieren. Ne? Ihr kennt das Spielchen, ne? Sagt ja so gut wie jeder YouTuber am Ende seiner Videos. Ich bin da keine Ausnahme. Gut, bis dann, Leute, und.